Ich freue mich, dass Sie wieder so zahlreich unserer Einladung zum Neujahrsempfang der Industrie- und Handelskammer Magdeburg gefolgt sind. Besonders begrüßen und herzlich willkommen heißen in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt möchte ich unseren heutigen Ehrengast und Festredner des heutigen Abends, das Mitglied des Deutschen Bundestages, Herrn Wolfgang Bosbach. Meine Damen und Herren, Wolfgang Bosbach ist einer der profiliertesten deutschen Innenpolitiker und einer, der auch immer seine eigene Meinung hat und vertritt. Er wurde im November vergangenen Jahres mit dem Politik Award für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Ich muss mich bei Ihnen zunächst einmal entschuldigen. Ich weiß schon, was Sie gedacht haben, als ich doch zu spät gekommen bin. Tja, Rheinländer, was soll das schon werden, wenn man einen Rheinländer einlädt? Da muss man schon fast damit rechnen. Das stimmt auch ein bisschen. Bei uns im Rheinland ist Pünktlichkeit keine Tugend. Warum, liegt auf der Hand, wenn man pünktlich ist, ist ja niemand da, der das würdigen kann. Und ich kann Ihnen nur den einen guten Rat mitgeben: Vergessen Sie die Schlauchbootfahrt durch das Amazonas-Delta, vergessen Sie Bungee-Springen im Grand Canyon, kaufen Sie sich ein Ticket der Deutschen Bahn und Sie erleben viel mehr für den halben Preis. Es stimmt, Herr Ministerpräsident, die Strecke Varadero-Havanna-Düsseldorf war kein Problem. Düsseldorf-Magdeburg, das war das Problem. Um den Punkt abzuschließen: Ich glaube natürlich sofort, wenn gesagt wird, dass nur 3% der Züge Verspätung haben. Ich sitze nur immer in den 3%, die Verspätung haben. So war das heute leider auch. Dann ein herzliches Dankeschön, Herr Präsident, für Ihre freundlichen Worte zu meiner Person und für meine bisherige politische Arbeit. Versetzen Sie sich mal in meine Lage. Ich sitze da unten und höre zu und denke, so viele nette Worte. Da fällt mir ein, ich bin ja gar nicht bei der eigenen Partei. Jetzt wird das auch verständlich. Und ich wünsche jedenfalls Ihnen und Ihren Lieben, und jetzt spreche ich Sie mal nicht als Unternehmerinnen und Unternehmer an, sondern als Menschen, als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, ich wünsche Ihnen Gesundheit, Glück, Zufriedenheit und dass Sie in 361 Tagen sagen können, alles das, was Sie sich in der Silvesternacht vor 4 Tagen gewünscht haben, ist auch tatsächlich in Erfüllung gegangen. Das wünsche ich Ihnen. Privat, das wünsche ich Ihnen, dass Ihre Ziele, Ihre Hoffnungen als Unternehmerinnen und Unternehmer sich erfüllen. Ich weiß natürlich nicht, was Sie sich für das Jahr 2017 vorgenommen haben. Ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, in diesem Jahr rauche ich nicht, ich fasse keine einzige Zigarette an, 5 Tage sind vorbei und ich habe das durchgehalten. Das ist doch toll. Nun müssen Sie wissen, ich bin nicht Raucher. Ich habe noch nie geraucht. Aber ich fasse diesen Vorsatz deshalb immer, man soll ja die Latte nie so hochlegen. Da kann ich am Jahresende immer sagen, das hast du geschafft. Herr Präsident, ich danke Ihnen, dass das Lutherwort nicht für Katholiken gilt. Versuche mich trotzdem an die Vorgabe zu halten. Und wenn Sie mir die eine ernste Bemerkung gestatten: Ich komme aus einem ökumenischen Elternhaus. Und wie oft denken wir oder wie oft sagen wir auch, es ist auch gute alte Zeit, früher war ja eigentlich alles doch besser als heute, sollte man mal darüber nachdenken. Ich komme aus einem ökumenischen Elternhaus. Mein Vater ist mit 94 Jahren vor wenigen Monaten verstorben. Meine Mutter ist evangelisch, mein Vater ist katholisch. Und die Eltern meiner Mutter sind nicht zur Hochzeit ihrer Tochter gekommen, weil sie einen Katholiken geheiratet hat. Die Eltern meiner Mutter sind nicht zur Taufe meiner Schwester gekommen. Sie sind erst 4 Jahre nach der Hochzeit ihrer Tochter zum ersten Mal vom Westerwald nach Bergisch Gladbach gekommen, in das Haus, in dem dann ihre Tochter gewohnt hat. Mein Elternhaus
sind aber am gleichen Abend wieder in den Westerwald zurückgefahren. Es ist gut, dass es das heute nicht mehr gibt. Und wenn Sie sagen, gut, das war Ende der 40er Jahre, stimmt, aber als ich Messdiener war, saßen die Männer rechts in der Kirche und die Frauen links. Es hat sich vieles geändert im Laufe der letzten Jahrzehnte. Es ist nicht alles schlechter geworden. Nur wir neigen dazu, die gute alte Zeit immer zu verklären. Und für alle diejenigen, die kulturpessimistisch unterwegs sind, glauben Sie mir, es ist so. In 30 Jahren werden Sie sagen, weißt du noch, 2017, das war die gute alte Zeit. Ich erwähne das deshalb, weil es ein bisschen in dieser Woche Tag der neuen Bundesländer, was auch einigermaßen kurios ist, weil ja einige neue Bundesländer älter sind als die alten Bundesländer, aber es ist ein anderes Kapitel. Morgen geht es nach Neubrandenburg, Berlin sowieso. Und wenn man mit offenen Augen durch die neuen Bundesländer fährt, frage ich mich jedes Mal aufs Neue, warum feiern wir eigentlich den 3. Oktober, unseren Nationalfeiertag, nicht jedes Jahr mit der gleichen Freude, mit der gleichen Hingabe, wie andere Länder ihre Nationalfeiertage feiern? Wir machen das auch, 3. Oktober, gerne mit Streichquartett. Wir haben da ein paar Gummibäume auf der Bühne stehen, das Ganze feierlich, eher Richtung tragisch. Gehen Sie mal am 4. Juli in die USA, was da los ist. Straßenfeste, Paraden, Musik, abends ein Feuerwerk, 10 Tage später in Frankreich das Gleiche, nur bei uns eher Moll als Dur. Warum tun wir uns eigentlich so schwer mit unserem eigenen Land? Warum tun wir uns eigentlich so schwer, stolz auf unser Land zu sein? Vielleicht liegt es auch an den Genen, übrigens völlig unabhängig, ob Sie aus dem Rheinland kommen oder aus Sachsen-Anhalt. Eigentlich ist der Deutsche ja nur dann glücklich, wenn er Probleme hat. Oder wie ich gerne sage, für jede Lösung ein Problem. In 50 Ländern dieser Erde, das ist noch nicht lange her, in 50 Ländern der Erde ist eine Umfrage gemacht worden zur Beantwortung der Frage, in welchem Land würden Sie am liebsten leben? Spitzenreiter der Umfrage, Bundesrepublik Deutschland. Die Umfrage ist auch in Deutschland gemacht worden. In Deutschland war Deutschland nur auf dem 8. Platz. Das sollte uns wirklich einmal zu denken geben. Ich war nie in der DDR. Zum ersten Mal war ich in der DDR, das ist die erste freie Volkskammerwahl, müsste Anfang März 1990 gewesen sein. Bitte? 18. März 1990, also wird es Ende Februar, Anfang März gewesen sein. 14 Tage am Stück in 4 der jetzt 5 neuen Bundesländer. Wenn ich sehe, was wir, genauer gesagt Sie, in den letzten 25 Jahren geschafft haben, das ist doch toll. Es war eine Revolution, es war die totale Umgestaltung aller gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse in kürzester Zeit. Ohne dass ein Schuss gefallen ist, ohne dass ein Tropfen Blut vergossen werden musste. Es war doch ein im Weltmaßstab einmaliges historisches Ereignis, ohne jedes Vorbild, was es auch nur noch einmal in der Geschichte der Menschheit geben kann, falls eines Tages Nord- und Südkorea sich vereinigen sollten, können wir nicht auf das stolz sein. Aber bevor wir so richtig fröhlich sind, kommt einer um die Ecke und sagt, aber, wo sind die blühenden Landschaften? Wenn Ihnen wieder mal jemand begegnet, der Zweifel daran hat, dass die letzten 25 Jahre eine Erfolgsgeschichte waren, die von den allermeisten Menschen der Welt bestaunt wird, kaufen Sie dem mal eine Fahrkarte, schicken Sie dem mal zur Ostsee, was da entstanden ist in den letzten 25 Jahren. Gehen Sie mal durch die Innenstadt in Dresden, über die Gräberbrücke in Erfurt. Gehen Sie mal durch Wernigerode im Harz, wo mein Vater auch in Kriegsgefangenschaft geraten ist, im April 1945. Gehen Sie mal in den Dom von Halberstadt, gehen Sie mal durch die Innenstadt von Magdeburg, wie das heute aussieht. Es ist doch toll, eine gewaltige Gemeinschaftsleistung unseres Landes. Darauf können wir ruhig einmal stolz sein und darüber darf man sich auch von Herzen freuen. Und das hat mit Nationalismus nichts zu tun, aber viel mit Patriotismus.
Wir tun uns. Vielleicht liegt das daran, dass wir uns so selten von Herzen freuen, weil wir ein schwieriges Verhältnis zu unserem eigenen Land haben. Das mag sein. Viele verwechseln auch Nationalismus mit Patriotismus. Der Nationalismus hat viel Leid über unser Land gebracht, über Deutschland, Europa und die Welt. Der völlig übersteigerte Nationalismus hat Millionen Menschen das Leben gekostet. Aber Patriotismus ist nicht Nationalismus. Der Nationalist überhebt sich über andere Länder und Völker. Er glaubt, er sei etwas Besseres, weil er einer bestimmten Nation angehört, aus einem bestimmten Volk stammt. Das tut ein Patriot nicht. Ein Patriot überhebt sich nicht über andere Länder, Völker, Kulturen. Ein Patriot liebt sein eigenes Land. Der Lokalpatriot liebt seine Stadt. Patriotismus ist Vaterlandsliebe und Vaterlandsliebe ist eine gute Sache. Und im Grunde wollen wir nur unser Land genauso lieben dürfen wie andere ihre Heimatländer auch. Wissen Sie, muss jetzt niemand teilen die Meinung, aber es ist meine feste Überzeugung. Man darf den Menschen nie das Gefühl geben, dass sie nicht stolz sein dürfen auf ihr eigenes Land. Dass das Nationalismus sei. Niemand muss sagen, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Aber ich möchte, dass man es sagen darf, ohne dass man sofort reflexartig in die rechtsradikale Ecke gestellt wird. Wenige Monate nach dem Fall der Mauer 1991 erschien in den USA ein dickes Buch, ein Standardwerk der politischen Literatur von Francis Fukuyama, einem weltbekannten Politologen, Das Ende der Geschichte. Ein interessantes Projekt, weil wir ja alle wissen, die Geschichte endet nie, sie schreibt sich mit jedem Tag weiter fort. Aber der Titel, Das Ende der Geschichte, sollte zum Ausdruck bringen, dass das, der Fall der Mauer, die Wiedervereinigung, die eigentliche Zäsur in der Geschichte der Menschheit ist. Das sei der Wendepunkt und von jetzt an, von 1990, 1991 an, würde die Weltgeschichte einen völlig anderen Verlauf nehmen. Keine Mauer mehr, kein Stacheldraht, kein Schießbefehl, keine deutsche Teilung mehr, sondern Wiedervereinigung, keine Sowjetunion mehr, kein Warschauer Pakt mehr, keine Ost-West-Konfrontation mehr, nicht auf der einen Seite die Führungsmacht Sowjetunion, auf der anderen Seite die westliche Führungsmacht USA, keine großen Bataillone, die gegeneinander in der Welt in Stellung standen, in Berlin in Sichtweite. Und jetzt beginnt die Phase von Frieden, von Freiheit, von Demokratie und Menschenrecht. In der Sowjetunion haben wir den Kommunismus besiegt, in Italien den Faschismus, in Deutschland den Nationalsozialismus. Und jetzt beginnt sich unser westliches Gesellschaftsmodell, unsere Demokratie nach westlichem Vorbild auszuweiten über die ganze Welt. Das war die Hoffnung von Francis Fukuyama vor 25 Jahren. Und dazu gab es auch allen Anlass, diese Hoffnung und diese Freude zu haben. Wir haben auch daraus in Deutschland erhebliche politische Konsequenzen gezogen. Wir haben unsere Bundeswehr fast halbiert, sogar etwas mehr als halbiert gegenüber der Personenstärke Anfang der 90er Jahre. Wir haben gedacht, wo ist der Feind, wo ist der Gegner, vor wem sollen wir Angst haben? Was ist aus der Hoffnung geworden, dass von nun an Frieden, von Freiheit, von Demokratie und Menschenrechte weltweit die Rede ist? Was ist aus dieser Hoffnung geworden? Erinnern Sie sich noch an den arabischen Frühling vor gut 6 Jahren? Was waren das für wunderschöne Bilder, als Hunderttausende in Nordafrika auf den Straßen und Plätzen tanzten, vorwiegend junge Männer? Unser Außenminister hieß damals, Gott hab ihn selig, so schnell vergeht die Zeit, Guido Westerwelle. Wir haben gedacht, in diesen Staaten werden jetzt totalitäre, autoritäre Regime abgeschüttelt durch revolutionäre Bewegungen. Es entstehen Demokratien nach westlichem Vorbild. Aus dem arabischen Frühling ist längst ein arabischer Herbst geworden. Mit Großbritannien scheidet zum ersten Mal ein Mitglied aus der Europäischen Union aus. Man weiß noch nicht genau wie. Allermeisten werden auch fragen, warum überhaupt, aber gut. In den letzten Jahrzehnten ist die Europäische Union ständig gewachsen. Sie ist immer größer geworden. Aus 6 wurden 28 Staaten. Wir verlieren nicht nur den zweitgrößten Nettozahler in der Europäischen Union, das ist die ökonomische Betrachtung. Wir verlieren auch einen wichtigen Partner in der Europäischen Union. Vielleicht sollte sich Europa einmal entscheiden, welchen Weg man gehen will. Wir hängen in Europa etwas zwischen Baum und Borke.
Wir wissen nicht, wie wir Europa, die Europäische Union, bezeichnen sollen, verfassungsrechtlich. Das ist ein interessantes Phänomen. Wir sind mehr als ein Staatenbund, also ein loser Zusammenschluss von Staaten. Dafür ist der europäische Integrationsprozess schon viel zu weit fortgeschritten. Wir sind aber auch kein Bundesstaat wie die Vereinigten Staaten von Amerika. Uns fehlt zentrale politische Instanz, die das, was wir als Souveränitätsrechte der Nationalstaaten verstehen, auf Europa übertragen. Deswegen hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, wir sind ein Staatenverbund, mehr als ein Staatenbund, aber weniger als ein Bundesstaat. Die Frage, was soll die Europäische Union am Ende dieses Entwicklungsprozesses sein, ist bis heute unbeantwortet. Wollen wir einen Bundesstaat, wo ganz die zentralen politischen Kompetenzen übergehen auf Brüssel? Oder wollen wir bei dem bleiben, was Charles de Gaulle einmal so für mich sehr sympathisch Europa der Vaterländer genannt hat? Ich bin der festen Überzeugung, dass sich die Europäische Union nicht überdehnen darf. Sie darf sich auch regional nicht überdehnen. Es war nicht der schlichte Bundestagsabgeordnete Bosbach aus dem Bergischen Land, sondern es war der sicherlich bekannteste Historiker unseres Landes, Heinrich August Winkler, Klammer auf SPD, Klammer zu, der sich gegen eine Vollmitgliedschaft der Türkei in der Europäischen Union ausgesprochen hat, mit einem Argument, das ich für sehr nachdenkenswert empfinde. Alle großen Reiche dieser Erde sind in ihrer Geschichte einmal daran zugrunde gegangen, dass sie am Ende zu groß waren, dass sie an ihren Rändern ausgefranst sind, dass es keine Zentralmacht mehr gab, die genügend politische Gestaltungskraft hatte, weil bei immer größerer Ausweitung, territorialer Ausweitung des Bündnisses, auch die Unterschiede in diesem Bündnis am Ende viel zu groß waren. Das war der Grund, warum diese großen Reiche dann am Ende nicht mehr die Bindungskraft hatten wie vorher. Da haben doch die Amerikaner tatsächlich einen Präsidenten gewählt, ohne uns vorher zu fragen, ob wir diese Entscheidung für richtig halten. Wir haben viel erlebt in den letzten Monaten. Es ist doch völlig undenkbar, dass Großbritannien aus der Europäischen Union ausscheidet, und sie haben es getan. Es ist doch völlig undenkbar, dass Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird. Nur die Bürgerinnen und Bürger haben das anders gesehen. Wenn Sie mich gefragt hätten, ich hätte beides nicht für möglich gehalten. Aber interessant war auch, dass jeder, ausnahmslos jeder, der aus den Vereinigten Staaten von Amerika zurückkam, gesagt hat, pass auf, Trump wird gewinnen. Jetzt sagen viele, Donald Trump sei gewählt worden, weil er im Gegensatz zu den, ich nenne sie jetzt mal so, Mainstream-Politikern, Klartext geredet hätte. Ich sehe das ein bisschen anders. Sexistische Bemerkung, Hetze gegen Minderheiten, Spaltung der Gesellschaft, das hat mit Klartext nichts zu tun. Und ich bin Ihnen, Herr Ministerpräsident, sehr dankbar, auch dem Präsidenten der IHK, dass er dieses Thema angesprochen hat. Es bleibt immer noch genügend Raum für politischen Streit. Wir kommen aus ganz unterschiedlichen politischen Richtungen, wir haben ganz unterschiedliche politische Ziele. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass dem nächsten Deutschen Bundestag 7 Parteien und 6 Fraktionen angehören werden, was übrigens Regierungsbildung jeder Art sehr kompliziert machen kann. Aber wir arbeiten alle auf der gleichen Baustelle. Und das ist die Demokratie in unserem Land, in der Bundesrepublik Deutschland. Und das hoffe ich, dass im kommenden Bundestagswahlkampf uns das erspart bleibt, was wir an der Härte der Auseinandersetzung in den USA erlebt haben. Sehen Sie einmal, das Volk, das amerikanische Volk ist tief gespalten. Aber Aufgabe der Politik, übrigens egal aus welcher politischen Richtung Sie kommen, muss es doch sein, das Land zusammenzuhalten, dafür zu sorgen, dass die Gesellschaft nicht immer weiter auseinanderdriftet, dass die Fliehkräfte in Staat und Gesellschaft nicht immer größer werden. Und deshalb hoffe ich, dass wir in der kommenden Auseinandersetzung und im Bundestagswahlkampf es an der notwendigen Klarheit der Argumentation nicht fehlen lassen, aber gleichzeitig mitteleuropäische Umgangsformen wahren und dass wir eine Sprache pflegen, die die Menschen nicht abstößt, sondern die sie für die Politik wieder interessieren lässt.
Möchte niemanden in Verlegenheit bringen. Profis dürfen ohnehin nicht mitmachen. Was glauben Sie, wie viel Prozent der Bevölkerung sind Mitglied in einer Partei? 2,8%. Nur 2,8%. Aber das politische Interesse in unserem Land ist doch viel höher als nur 2,8%. Und ich wette, auch Sie kennen viele, vielleicht sagen Sie, da gehöre ich auch selber zu. Sie kennen doch viele, sind politisch interessiert, Sie sind politisch informiert, aber Sie kämen niemals auf den Gedanken, sich auch parteipolitisch zu binden, übrigens ganz gleich in welcher Partei. Und das ist ein trauriger Befund, weil in den letzten Jahren die Diskrepanz zwischen Wählern und Gewählten immer größer geworden ist. Ich halte das Wort von der Politikverdrossenheit für nicht hinreichend präzise. Wir haben ein hohes Maß an Parteienverdrossenheit, das stimmt. Wir haben ein hohes Maß an Politikerverdrossenheit, das stimmt auch. Je nach Betrachtungsweise trauen die Menschen uns Berufspolitikern entweder alles zu oder nichts. Wobei es gibt Phänomene, die habe ich auch nach 22 Jahren Deutscher Bundestag noch nicht aufklären können. Das war für mich auch jetzt in den paar Tagen Urlaub auf Kuba eine wirklich interessante Erfahrung. Nach allen Umfragen wissen wir, 80% der Menschen finden Politiker eher doof. 90% freuen sich von Herzen, wenn sie einem persönlich begegnen. Also das muss ich auch mal aufklären, woran das jetzt liegt. Ich habe jedenfalls in meinem Leben mit 2, 3 Ausnahmen nur gute Erfahrungen gemacht. Woran liegt das, diese große Diskrepanz? Vielleicht liegt das an Klassikern, haben gerade Mozart gehört, Luther wurde zitiert, muss ich natürlich auch was bieten. Politisch Lied, ein garstig Lied. Goethe, Faust, erster Teil. Das ist nicht alles von Goethe, aber politisch Lied, ein garstig Lied ist tatsächlich von Goethe. Es könnte auch an einem anderen Satz liegen, den kennen Sie auch, Politik verdirbt den Charakter. Der Satz ist übrigens nicht von Goethe, der Satz ist großer Blödsinn. Politik verdirbt nicht den Charakter, aber es gibt Charaktere, die die Politik verderben. Das stimmt, aber Politik verdirbt nicht den Charakter. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir, der Ministerpräsident hat es zutreffend angesprochen, in einer Zeit unglaublich vieler komplexer und sehr komplizierter Probleme leben. Und dass es uns Politikern zunehmend schwerfällt, mit klaren, mit einfachen Worten unsere Positionen zu verdeutlichen. Wenn wir mal wenige Beispiele nennen zur Beantwortung der Frage, Quo Vadis, wohin gehst du, Deutschland, als wirklich in der Wolle gefärbter Innenpolitiker. Ich gehöre jetzt fast 23 Jahre dem Innenausschuss des Deutschen Bundestages an. Es gibt kaum noch klassische innenpolitische Entscheidungen, mehr als die Hälfte aller Tagesordnungspunkte des Innenausschusses des Deutschen Bundestages haben europäische, internationale Bezüge. Weil wir vieles alleine in nationalen Grenzen und nationalen Kompetenzen gar nicht mehr regeln können, um unser Land eine gute Zukunft zu geben. Sie haben Russland angesprochen. Wenn man das reduzieren auf das Wesen des Konfliktes, es geht nicht nur dramatisch genug um die Auseinandersetzung Ukraine-Russland, um die völkerrechtswidrige Annexion der Krim, um die Besetzung eines Teils der Ostukraine. Das ist der militärische Aspekt. Es geht vor allen Dingen darum, dass in diesem Konflikt 71 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges zum ersten Mal der Versuch unternommen wird, durch Einsatz militärischer Mittel Grenzen in Europa neu zu ziehen. Das ist der Kern des Konfliktes. Frieden und Freiheit in Europa basieren ganz wesentlich darauf, dass die Staatengemeinschaft, und für viele war es schwer, für uns Deutsche auch, sich verständigt hat, Grenzen in Europa zu akzeptieren, so wie sie historisch gewachsen waren, oder wie sie als Ergebnis des Zweiten Weltkrieges entstanden sind. Auch wir haben großen Teil auf unseres Staatsgebietes verloren. Es sind neue Staaten entstanden, das stimmt, auf dem Balkan. Jugoslawien ist Geschichte, wir haben jetzt die Nachfolgestaaten von oben, Slowenien im Norden bis Mazedonien im Süden. Aber nicht als Ergebnis eines Krieges, weil das eine Land das andere Land überfallen hat. Das war ein politischer Prozess nach dem Ende des Tito-Regimes. Die Tschechoslowakei ist Geschichte. Die Tschechoslowakei gibt es nicht mehr. Die Tschechische Republik und die Slowakei, aber nicht als Ergebnis eines Krieges, sondern als Ergebnis einer Volksabstimmung.
In der Ukraine ist das anders. Dort sollen mit militärischen Mitteln Grenzen neu gezogen werden. Und es gibt nicht weniger, auch bei uns, die denken oder sagen, gebt doch Putin, was er haben will, dann gibt doch Ruhe. Nicht, dass das ein Irrtum ist mit dramatischen Folgen für Frieden und Freiheit in Europa, auch für unser Land. Die allermeisten auch in diesem Saal sind in Frieden und Freiheit groß geworden. Ich kenne persönlich auch nichts anderes. Meine Mutter hat noch den Zweiten Weltkrieg erlebt, beide Brüder verloren, mein Vater seinen einzigen Bruder verloren. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir in Frieden und Freiheit leben. Es ist nicht selbstverständlich, dass unser Territorium nicht angegriffen wird. Wir glauben, es ist selbstverständlich und sei für alle Zeit gesichert. Aber es ist nicht so. Dann haben wir den Konflikt in Syrien. Es ist kein klassischer militärischer Konflikt mit ganz unmittelbaren Auswirkungen auf uns. Auf Europa insbesondere, nicht nur, aber insbesondere auf Deutschland. Ist kein Krieg, wo zwei Armeen aufeinander zumarschieren. Es ist ein Mehrfrontenkrieg, die Regierungstruppen des Diktators Assad gegen die Aufständischen. Es gibt mehrere aufständische Gruppen, die untereinander verfeindet sind, aber den gemeinsamen Gegner Assad haben. Es gibt die Terrortruppen des Islamischen Staates, die gegen alle antreten, die sich nicht unterwerfen. Es gibt in den Kurdengebieten die Peschmerga, die sich verzweifelt, auch mit deutscher Hilfe, den Mörderbanden des Islamischen Staates entgegenwerfen. Das sind knapp 4 Flugstunden von hier entfernt. Auf die Kanarischen Inseln fliegen wir länger aus der Ukraine. Es sind nur 2 Flugstunden. Und das war ein wesentlicher Faktor für die großen Wanderungsströme der letzten Jahre. Wir hatten einmal die sogenannte Balkanroute. Da hatten wir die Fluchtbewegung aus dem Herzen Afrikas, der Subsahara, über Libyen, einen zerfallenden Staat in Richtung Europa. Und dann die Flüchtlingsströme aus Afghanistan, Irak, Syrien, über die Türkei in Richtung Europa. Vor 5 Jahren hatten wir 110 Asylbewerber im Schnitt pro Tag. 110. Vor 2 Jahren waren es nicht mehr 110, sondern 1100 im Schnitt pro Tag. Und dann kam der 4. September 2015 mit der Entscheidung der Grenzöffnung. Dann waren es bis zum Januar 2016 knapp 6000 im Schnitt pro Tag. In den Septemberwochenenden waren es gut 10.000 pro Tag. Deutschland alleine hat in diesen Monaten mehr Flüchtlinge aufgenommen als alle 27 EU-Staaten um uns herum zusammen. Der Satz, wir schaffen das, ist mir persönlich sehr sympathisch, denn er signalisiert Optimismus. Jetzt müssen wir uns nur noch kurz fragen, wer ist wir und was ist das? Jetzt machen wir uns mal einen Moment. Jetzt machen wir mal uns einen Moment ganz ehrlich. Wenn wir nicht in den letzten 2 Jahren dieses beeindruckende 10.000-fache ehrenamtliche Engagement in unserem Land gehabt hätten, in den Zivilgemeinden, in den Kirchengemeinden, wenn nicht 10.000 jeden Morgen aufgestanden wären, hätten gesagt, ich muss es nicht tun, ich tue es aber gerne, weil ich die Not der Menschen sehe und ihnen helfen möchte. Der Staat alleine hätte es mit seinen Mitteln nicht schaffen können. Deswegen mal ein herzliches Dankeschön für dieses großartige ehrenamtliche Engagement in unserem Land. Und was ist das? Das muss sein, schnelle Verfahren. Auch heute noch dauern die Verfahren, solange bis Klarheit herrscht, ob jemand ein Bleiberecht bekommt oder wieder nach Hause zurückgehen muss. Das müsste sein, gelungene Integration derjenigen, die ein Bleiberecht bekommen, aber auch zügige Rückführung derjenigen, die unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt ein Schutzbedürfnis und damit einen weiteren Aufenthalt in Deutschland haben. Von den 890.000 Flüchtlingen des Jahres 2015 sind 650.000 aus dem arabischen Raum zu uns gekommen. Die allermeisten kommen aus einem anderen Alphabet oder sind sogar Analphabeten. Wenn Sie vor 2 Jahren den Fernseher eingeschaltet haben, konnten Sie ja den Eindruck gewinnen, bei der Kommentierung, es kommen überwiegend Ärzte und Ingenieure, viele mit Doppelstudium. In der Zwischenzeit hat sich herausgestellt, einiges ist komplizierter. Ich bin jedem dankbar, der ausbildet und in den, sind nur noch 20% der Betriebe in der Bundesrepublik Deutschland, darf man vielleicht mal am Rande auch erwähnen, das beste Mittel gegen Fachkräftemangel ist immer noch die Ausbildung im eigenen Betrieb.
Wenn nur noch 20% der Betriebe in Deutschland ausbilden, dann wird es schwierig, den Fachkräftemangel zu decken. Dann muss der Staat aber auch die Voraussetzungen dafür schaffen, das Erwerb der deutschen Sprache in Wort und Schrift, das ist die Schlüsselqualifikation für Integration in Deutschland schlechthin. Dann geht es um die Anerkennung von Abschlüssen, da müssen aber auch die erworbenen Kenntnisse vergleichbar sein mit denen, die wir in Deutschland von denen erwarten, die in einem Hightech-Land auf Dauer nicht in die sozialen Sicherungssysteme, sondern auf den Arbeitsmarkt integriert werden wollen. Ich kenne jetzt die Zahlen von Magdeburg nicht, ich kenne sie aber vom Mikrokosmos Rheinisch-Bergischer Kreis. Anerkannte Asylbewerber mit Arbeitsmarktzugang sind 3% sozialversicherungspflichtig beschäftigt. 3%. Das heißt, es liegt noch eine gewaltige Aufgabe vor uns, Alphabetisierungskurse, Umalphabetisierung in das lateinische Alphabet anschließend, 630 Unterrichtsstunden Sprach- und Integrationskurse, berufliche Qualifizierung. Da muss der Staat muss die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Integration in den Arbeitsmarkt überhaupt gelingen kann. Und dann braucht man Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die diesen Menschen, die ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht bekommen werden, auch eine Chance geben. Das verstehe ich unter das. Aber, und Sie haben es angesprochen, Berlin, das war das Attentat mit den verheerendsten Folgen. Aber wir müssen auch, und das hat weniger mit der Flüchtlingspolitik zu tun, als mit den Auseinandersetzungen, mit den kulturellen Spannungen, auch den religiösen Spannungen, wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht an der falschen Stelle tolerant sind. Nichts spricht dagegen, tolerant und weltoffen und liberal zu sein. Aber alles spricht dagegen, auch noch denen gegenüber tolerant zu sein, die gar nicht daran denken, uns gegenüber tolerant zu sein. Das wäre Toleranz an der falschen Stelle. Es geht nicht um die Muslime in ihrer Gesamtheit. Darum geht es nicht. In Deutschland leben über 4 Millionen Muslime. Alleine 2015 sind über 600.000 nach Deutschland gekommen. Nach Frankreich haben wir den zweitgrößten Anteil islamischer Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung. Frankreich hat das historische Gründe. Der allergrößte Teil von ihnen ist friedlich und rechtstreu. Das ist so. Das sind unsere Nachbarn, unsere Sportkameraden, unsere Klassenkameraden in der Schule, unsere Kolleginnen und Kollegen an den Arbeitsplätzen. Gut 4 Millionen. Aber in Deutschland leben über 40.000 Islamisten, darunter 8.000 Salafisten, Tendenz deutlich steigend. Ich verstehe nicht, auch nach 23 Jahren Innenausschuss, ich verstehe nicht, warum es uns nicht möglich ist, in einfachen Worten als Politik das zum Ausdruck zu bringen, was der allergrößte Teil der Bevölkerung wie ganz selbstverständlich denkt. Wenn Menschen schutzbedürftig sind, dann fragen wir nicht nach Hautfarbe, nicht nach Staatsangehörigkeit, nicht nach Religion. Wer vor Krieg, Bürgerkrieg, politischer Verfolgung geflohen ist, dem geben wir Schutz. Aber wir erwarten auch, dass diejenigen, die zu uns kommen, vorbehaltlos unsere Rechts- und Werteordnung anerkennen, dass sie sich bemühen, sich einzufügen in diese Gesellschaft. Und warum sagen wir nicht denjenigen, die glauben, nach den Regeln der Scharia leben zu müssen, dafür haben sie sich das falsche Land ausgesucht, dann müssen wir uns wieder von ihnen trennen. Wenn wir das nicht tun, dann wird die gesellschaftliche Spaltung weitergehen. Denn das ist das, was die Menschen von einem Staat erwarten. Dass er ihnen Schutz gibt, dass er ihnen Sicherheit gibt. Damit ist nicht nur Sicherheit vor Kriminalität in allen Erscheinungsformen gemeint, damit ist auch soziale Sicherheit gemeint, damit ist auch Rechtssicherheit gemeint. Und wer in dieser politischen Diskussion sich schwer tut und meint, das hätte etwas mit Überheblichkeit über andere Länder, Völker und Kulturen zu tun, genau darum geht es nicht. Glauben Sie mir, es ist so.
Wenn Sie sich in ein anderes Land, in einen anderen Kulturkreis begeben würden, um dort ein neues, besseres Leben zu beginnen, aus welchen Gründen auch immer, Sie müssten sich anpassen, Sie müssten sich einfügen. Sie müssten die dortige Rechts- und Werteordnung akzeptieren, selbst wenn Sie persönlich anderer Meinung sind. Nichts anderes wollen wir auch von denen erwarten, die zu uns kommen. Und gerade die Flüchtlingspolitik hat eins deutlich gemacht. Es gibt, und es hat keinen Sinn, drum herum zu reden, es gibt eine riesengroße Diskrepanz zwischen der europäischen Rhetorik und der europäischen Realität. Wenn Deutschland alleine mehr Flüchtlinge aufnimmt als die anderen 27 EU-Staaten zusammen, hat das mit einer gleichmäßigen Lastenverteilung bei der Aufnahme von Flüchtlingen in Europa überhaupt nichts zu tun. Meine Heimatstadt Bergisch-Gladbach mit 110.000 Einwohnern hat mehr Flüchtlinge aufgenommen als ganz Portugal. Ich kann verstehen, dass mein Bürgermeister sagt, das darf sich nicht wiederholen. Wir haben vor gut einem Jahr beschlossen, 160.000 Flüchtlinge in Europa zur Entlastung von Italien und Griechenland umzuverteilen in der Europäischen Union. Der größte Anteil käme übrigens nach Deutschland. Stand heute sind noch nicht einmal 9.000 umverteilt worden. Wir verteilen ja noch in 20 Jahren um. Ich weiß, meine Damen und Herren, das, was ich jetzt sage, das kann die Kanzlerin nicht sagen, der Außenminister nicht sagen, jedenfalls nicht in dieser Form. Aber es muss mal gesagt werden. Bei den Ländern, die sich bis zur Stunde standhaft weigern, ihren Anteil bei der Aufnahme von Flüchtlingen zu tragen, handelt es sich ausnahmslos um Länder, die mit weitem Abstand die meisten finanziellen Hilfen der Europäischen Union bekommen. Und irgendwann muss mal gesagt werden, das hat mit europäischer Solidarität nichts zu tun. Wer mit größter Selbstverständlichkeit Jahr für Jahr, und das sind keine Kredite, das sind Haushaltszuschüsse in Milliardenhöhe, Hilfen anderer Staaten in Anspruch nimmt, der muss sich auch solidarisch zeigen, wenn es um die Bewältigung der Flüchtlingskrise geht. Wir können uns noch so sehr anstrengen. Deutschland alleine wird nicht alle Probleme lösen können. Da sind wir auf die Hilfe der europäischen Nachbarn angewiesen. Werfen wir mal einen Blick in die Zukunft und wenden jetzt den Blick nur nach innen, nicht nach den europäischen oder internationalen Auswirkungen auf die Zukunft unseres Landes. Worauf kommt es für die Zukunft unseres Landes in den nächsten Jahren ganz entscheidend an? Der liebe Gott schuf die Erde in 6 Tagen, dann zog es sich hin. Das ist ja interessant zu beobachten, hat nur 6 Tage gedauert, aber dann tat sich eigentlich nicht mehr viel. Also, gut, von uns war damals keiner dabei, aber irgendwann sesshaft geworden. Ackerbau und Viehzucht betrieben, die Mutter hat die Höhle in Ordnung gehalten, Vater ging auf Jagd. Irgendwann wurden aus Familien wurden Stämme, aus Stämme wurden Sippen, aus Sippen entstanden später Nationen und Staaten. Wenn Sie vor 100.000 Jahren gefragt worden wären, wie ist das Leben in 1.000 Jahren, konnten Sie sagen, so wie heute auch. Und Sie hätten recht gehabt. Es hat sich nicht viel verändert. Versuchen Sie mal heute die Frage zu beantworten, wie ist das Leben auf dieser Erde in 20 Jahren? Sie müssten scheitern. Irgendwann haben wir das Rad erfunden, das Feuer gezähmt, aber große Entwicklungsschübe eigentlich nicht. Die Steinzeit ging ja nicht zu Ende aus Mangel an Steinen, sondern die Steinzeit ging zu Ende, weil der Mensch Bodenschätze entdeckt hat. Und so wälzen sich die Jahrtausende durch die Geschichte der Menschheit. Und vor 250 Jahren, das ist in der Geschichte der Menschheit ein Wimpernschlag bis heute, vor 250 Jahren erfand ein Herr Arkwright in Schottland die Dampfmaschine. Von Schottland nach England, James Watt machte sie industriell nutzbar, von England nach Kontinentaleuropa. Das war der Beginn der Industrialisierung unseres Kontinents. In diesen 250 Jahren hat sich das Leben auf dieser Erde mehr verändert als in 25.000 Jahren davor zusammen. Der Mensch hat sich plötzlich mit seiner Arbeitskraft dem Takt der Maschinen unterworfen. Wir waren in der Lage, dank Maschinenkraft Produkte herzustellen in gleicher Qualität,
in immer höherer Stückzahl, in kürzester Zeit zu immer günstigeren Kosten. Übrigens auch mit erheblichen sozialen Folgen. Siehe Gerhard Hauptmann, die Weber. Die Menschen zogen von den ländlichen Gebieten in die Städte. Fabriken entstanden, Schornsteine wuchsen in den Himmel, die Eisenbahn durchflügte das Land. Die Eisenbahn hat mehr politische Veränderungen hervorgerufen als viele politische Entscheidungsprozesse in dieser Zeit. Die Eisenbahn hat das Land total verändert. Wir sind ja eigentlich immer skeptisch. So war es auch mit der Eisenbahn. Es hört sich etwas abenteuerlich an, aber es war so. Wer jemals in Amerika war, der kennt das Phänomen. Stellen Sie in Amerika ein neues Produkt vor, denkt jeder Amerikaner, nur eins kann man damit Geld verdienen. Stellen Sie in Deutschland ein neues Produkt vor, denkt jeder Deutsche, erstens, was kann passieren, wenn ich das Gerät benutze? Zweitens, wo kann ich mich versichern, wenn etwas passiert? So war es auch mit der Eisenbahn. Die Eisenbahn galt dank einer Geschwindigkeit von 30 Kilometern als so gefährlich, dass sie zunächst keine Personen transportieren durfte, weil es damals Experten gab, die behaupteten, bei 30 Kilometern würde das Gehirn so an die Schädeldecke gepresst, dass gesundheitliche Spätfolgen zu befürchten sei. Eisenbahn durfte zunächst nur Güter transportieren. Die ersten hatten es überlebt, dann ging die Eisenbahn auf die Strecke. Mit rasender Geschwindigkeit, da konnte die Postkutsche nicht mithalten. Wir hatten damals 4 freie Reichsstädte, Dutzende Fürstentümer, überall Grenzen, Schranken, Zölle, unterschiedliche Währungen, unterschiedliche Uhrzeiten. Die Bahn kann aber nicht um 11 Uhr in Magdeburg abfahren oder um 10 Uhr in Berlin ankommen. Grenzen verschwanden, Zölle verschwanden, Währungen wurden vereinheitlicht, Uhrzeiten wurden vereinheitlicht, das Land wuchs zusammen. Das hat das Land sichtbar verändert. Die Dampfmaschine, der Verbrennungsmotor, das Telefon, die Elektrizität, später dann das Internet, Flugzeug. Diese 6, 7 Entwicklungen, Erfindungen haben das Leben auf dieser Erde mehr verändert als 1000 andere Erfindungen davor zusammen. Das in wenigen Worten die Phase der Industrialisierung auch unseres Landes. Und jetzt sind wir mitten im Übergang von der Industriegesellschaft zur Wissensgesellschaft. Und dieser Übergang gestaltet unser Land nicht neu. Man sieht es nicht, wenn man durch die Straßen geht, wie das Wachsen von Schornsteinen, das Legen von Schienensträngen. Aber es verändert auch jedes Leben von uns selber. Unser Privatleben ändert, unser Kommunikationsverhalten ändert sich. Das erleben wir Tag für Tag. 80 Millionen Einwohner, 110 Millionen Handyverträge in Deutschland. Es muss jetzt keiner verschämt nach unten gucken. Prüfen Sie, fragen Sie mal, wissenschaftlich untersucht. Erstens, wofür würden Sie wieder nach Hause zurückkehren, wenn Sie Ihr Haus verlassen hätten und schon unterwegs sind? Haben Sie einen Mantel vergessen, haben Sie eine Jacke vergessen, Portemonnaie vergessen oder Ihr Smartphone? Wofür würden Sie wieder umkehren? Was tut der Deutsche, wenn er aufwacht, heute als erstes? Zähne putzen, Frühstück machen, Kaffee kochen, zum Smartphone greifen. Die Mehrheit greift zum Smartphone. Mutige nach vorne, wie lange hat es gedauert, bis 1 Milliarde Menschen ein Festnetztelefon hatten? Muss ich für die Jüngeren erklären, das war so ein Kasten mit einer Schnur. Was meinen Sie, bis 1 Milliarde Menschen ein Festnetztelefon hatten? Gut, super. 120 Jahre hat es gedauert, hatten 1 Milliarde Menschen ein Festnetztelefon. Wie lange hat es gedauert, bis 1 Milliarde ein Mobiltelefon hatten? 22 Jahre. Wie lange hat es gedauert, bis 1 Milliarde Menschen ein Smartphone hatten? 9 Jahre. Es ist eine Revolution. Es ist übrigens auch eine Revolution für jedes Unternehmen in unserem Land. Und deswegen ist es auch so wichtig, was Sie gesagt haben, was früher Straßen- und Schienennetze war für die Infrastruktur eines Landes, ist heute die digitale Infrastruktur unseres Landes. Und es ist ja nicht nur das Verhalten im Wettbewerb, das Verhalten, wie wir unsere Kundinnen und Kunden gegenüber präsentieren als Unternehmen, das ist auch unser ganz normales, unser privates Verhalten. In Amerika, jede 8. Ehe, die geschlossen wird, haben sich die Eheleute im Internet kennengelernt. Jede 8. Ehe. Ich habe meine Frau beim Rosenmontagszug kennengelernt. Das war noch eine völlig, da konnten sie nicht einfach mit dem Smartphone und dann
Bilder gucken, klicken und die Sache war geritzt. Da musste man noch ganz anders rein. Und ich weiß doch, wenn ich jetzt von Berlin nach Hause komme, meine drei Töchter kommen mit gesenktem Haupt entgegen, glauben Sie nicht, dass das mit Respekt zu tun hat. Nein, sie sind weltweit vernetzt und es macht mich auch heute noch rasend, wenn sie vom Fernseher sitzen und dabei auf das Smartphone gucken. Aber es ist der Lauf der Dinge. Vielleicht ist es ja im Haushalt Haseloff so wie im Haushalt Bosbach, wenn ich Schwierigkeiten am PC habe, wen hole ich? Die Kinder. Und wenn es die Älteste nicht schafft, die Jüngste, löst das Problem garantiert. Es ist eine Generation, es sind nicht 100 Jahre. Sie wachsen mit diesen Medien aus. Und was mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist, ein kleines Kind, was eine Bekannte mit nach Hause gebracht hat, baut sich vor unseren Fernseher auf und macht diese Wischbewegung, weil jedenfalls die meisten von uns ja noch mit der Fernbedienung unterwegs sind, weil Kinder Bilder oder Programmwechsel heute mit der Wischbewegung machen. Weltweit gibt es 4,7 Milliarden Zahnbürsten und 5,1 Milliarden Mobiltelefone. Was glauben Sie, welche Auswirkungen das hat auf das Leben auf dieser Erde und die Wanderungsbewegungen? Diejenigen, die sich auf den Weg gemacht haben, sei es aus Schwarzafrika, sei es aus dem Hindukusch, sei es aus Osteuropa, nachdem sie hier angekommen sind, zeigen sie sofort in der Heimat ihr neues Leben. Es gibt nichts mehr, was irgendwo auf einem Flecken in dieser Erde noch verborgen bleiben kann, wo man noch Erkenntnisse gewinnen müsste, weil sie heute alles in Echtzeit sehen und erleben können. Es hat auch keinen Zweck zu sagen, wir ändern das, wir werden es nicht ändern. Wir werden aber lernen müssen, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Deutschland ist ein rohstoffarmes Land. Wir können nicht leben von der Ausbeutung von Bodenschätzen. Wer nichts im Boden hat, muss was in der Birne haben. Die wichtigste Investition ist die Investition in die Köpfe unserer Kinder. Bildung, Bildung und noch einmal Bildung. Das ist alles entscheidend für die Zukunft unseres Landes, aber auch für die Zukunft eines jeden einzelnen jungen Menschen. Wir importieren 10-mal mehr Rohstoffe, als wir exportieren. Nur mit Innovationen, mit neuen Produktideen, mit neuen Dienstleistungen werden wir uns eine gute Zukunft sichern können. Wenn ich eine Sorge habe, und ich adressiere die nicht an die politische Konkurrenz, Herr Präsident, die könnte ich auch meine eigene Partei adressieren. Ich habe die Sorge, dass wir in Deutschland den Zusammenhang verlieren zwischen der sozialen Leistungsfähigkeit unseres Landes und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit unseres Landes. Die Basis von allem ist, dass wir noch wirtschaftlich leistungswettbewerbsfähig sind. Wenn wir unsere Wettbewerbsfähigkeit verlieren, werden wir uns vieles nicht mehr leisten können. Das ist noch nicht lange her, da gab es, ich glaube, CETA, TTIP, was weiß ich, ein Riesenposter mitgeführt, weniger Wachstum wagen. Es stand nicht darauf, welches Wachstum gemeint war. Kein Wachstum mehr bei Bildungsausgaben, sicherlich nein. Kein Wachstum mehr bei Forschung, war auch nicht gemeint. Kein Wachstum mehr bei der digitalen Infrastruktur, beim Ausbau unseres Landes. Das alles wird nicht gemeint gewesen. Kein Wachstum mehr bei Sozialleistungen, neuere Sozialleistungen, höhere Sozialleistungen. Das alles wird nicht gemeint gewesen sein. Es wird gemeint gewesen sein, weniger Wirtschaftswachstum. Ja, glaubt denn jemand ernsthaft, mit nachlassender wirtschaftlicher Intensität oder Wettbewerbsfähigkeit, könnten wir auf Dauer alles das solide finanzieren, was wir nicht nur jetzt schon erreicht haben, sondern was wir auch in dem Sozialstaat Bundesrepublik Deutschland weiter ausbauen wollen. Und wir haben heute eine völlig andere Wettbewerbssituation als noch vor 20 oder 30 Jahren. Das Beste, was die Politik machen kann, ist, die Menschen nicht daran zu hindern, wirtschaftlich erfolgreich zu arbeiten. Die Politik hat die Aufgabe, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass sie erfolgreich sein können. Die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen.
Und den einen Satz gestatten Sie mir bitte, wenn Sie einmal die Chance haben, ich war zum ersten Mal in Kuba, wenn Sie einmal die Chance haben, fahren Sie einmal nach Havanna. Erstens, eine unfassbar schöne Stadt. Das war einmal die reichste Stadt Amerikas. Heute gut 2 Millionen Einwohner. Unfassbar schön. Unfassbar traurig, weil ich schätze mal 80-90% des gesamten Bautenbestandes dieser Stadt mit 2 Millionen Einwohnern abrissreif. Das ist nicht dritte Welt, das ist vierte Welt. Und wenn Sie dann in die Türen hineingucken, sehen, unter welchen Verhältnissen diese Menschen leben und wie gelassen sie sind, wie fröhlich sie sind, jedem gegenüber. Das ist wirklich geradezu faszinierend. Es ist erschreckend. Und dort, wo jetzt investiert wird, und ich habe das Gefühl, das geht schnell, in 5 oder 10 Jahren werden wir die Stadt nicht mehr wiedererkennen, erblüht alte Bausubstanz in neuem Leben. Die Stadt wird sich rasant verändern. Was kann man aus einer blühenden Metropole machen, wenn man die falschen politischen Rahmenbedingungen hat? Und umgekehrt, was kann man aus einer solchen Metropole machen, wenn man die richtigen politischen Entscheidungen trifft? Und wie viel hat sich verändert und wie müssen wir uns verändern, um mit diesen Herausforderungen fertig zu werden? Wenn heute der amerikanische Präsident, egal ob Barack Obama oder Herr Trump, nach China fliegt, dann besucht 2017 der größte Schuldner der Erde den größten Gläubiger der Erde. So hat sich das verändert. Wie haben sich die Verhältnisse auf dem Globus geändert? Hätten die Länder der Europäischen Union zur Gründung der EU 28 Staaten gehabt. Vor 60 Jahren hätten diese 28 Staaten 550 Millionen Einwohner gehabt und die Erde 3 Milliarden. Heute haben die 28 Staaten immer noch 550 Millionen Einwohner und die Erde 7,6 Milliarden. Und in China und Indien leben fast ein Drittel der gesamten Weltbevölkerung. Und Sie alle werden noch erleben, dass nicht China das bevölkerungsreichste Land der Erde ist, sondern Indien die größte Demokratie der Welt. In diesen beiden Ländern leben 2,5 Milliarden Menschen, in zwei Ländern 4-mal mehr als in der gesamten Europäischen Union. Wir halten uns immer noch für den Mittelpunkt der Welt, aber wir sind es nicht, schon lange nicht mehr. Nicht Bill Gates hat den Computer erfunden, sondern Konrad Zuse in den 40er Jahren. Warum sind die großen Internetkonzerne dieser Welt nicht bei uns oder wenigstens in Europa? Warum haben wir da den Anschluss verpasst? Warum sind die heute in Kalifornien? Lösen Sie mal Kalifornien an der Westküste der USA heraus aus der Landkarte der 50 Bundesstaaten der USA. Dann ist Kalifornien die 10. größte Industrienation der Welt. Die 10. größte, der Bundesstaat Kalifornien. Nicht, weil dort Stahl gewalzt ist, weil Bergbau ist, weil Maschinenbau ist, Elektroindustrie, sondern weil aus Algorithmen, aus Nullen und Einsen neue Produkte und Dienstleistungen geformt werden, die unser Leben völlig verändern werden, und zwar in kürzester Zeit. Aber es gibt immer noch alte Bereiche, in denen wir stark sind. Automobilbau ist ein schönes Beispiel. Wir haben einen Bevölkerungsanteil weltweit von 1,2%, mehr nicht. Aber im Premiumbereich des Automobilbaus, S-Klasse, 7er BMW, Audi A8, haben wir immer noch einen Marktanteil von über 60%. Aber 3 von 4 Autos deutscher Fabrikate werden nicht mehr in Deutschland gebaut, sondern in vielen anderen Ländern dieser Erde. Es gibt einen ganz interessanten Vergleich, das wäre auch eine schöne Rede geworden, aber nicht heute Abend. Hört sich etwas verwegen an, ist aber so. Alle an der Athener Börse notierten griechischen Aktiengesellschaften zusammen, von A bis Z, alle, haben addiert einen geringeren Börsenwert als die Firma Linde bei uns alleine. Also wenn Sie die Aktien der Firma Linde haben, können Sie alle griechischen Aktiengesellschaften kaufen. Und Linde ist ein mittelgroßer DAX-Konzern. Das könnte uns zu der Annahme verleiten, wir seien die wahren Weltmeister. Aber die 3 größten deutschen DAX-Konzerne zusammen sind nicht annähernd so wertvoll wie die Firma Alphabet. Die Firma Alphabet hat einen Börsenwert von zurzeit 560 Milliarden US-Dollar. Wer ist die Firma Alphabet? Die Firma Alphabet ist die Mutter von Google. Es sind gewaltige Kapitalkonzentrationen entstanden in kürzester Zeit.
und wir müssen uns fragen, warum wir in diesem Bereich den Anschluss verloren haben. Wie wichtig Innovation ist, können Sie an einem Beispiel erklären im Herzen Europas. Das Land müsste eigentlich das Armenhaus Europas sein. Das Land hat keinen Zugang zum Meer, die Hälfte des Landes ist unfruchtbar, das Land hat keine eigenen Bodenschätze und noch nicht mal einen schiffbaren Fluss. Aber die Schweiz hat auch im weltweiten Maßstab einen fast einzigartig hohen Lebensstandard. Hohe Löhne, hohe Preise. Weil die Schweiz eine enorme Innovationskraft hat. Die Schweiz liegt beim Ranking, wie viele Patente pro 1 Million Einwohner, immer an der Spitze, jedenfalls deutlich vor Deutschland. Nicht ganz an der Spitze, weltweit an der Spitze liegt immer Liechtenstein, ist aber logisch bei der Frage, wie viele Patente pro 1 Million Einwohner, da genügt doch wahrscheinlich ein Patent pro Jahr, um an der Spitze zu liegen. Ich will nur deutlich machen, was hat sich verschoben in den letzten Jahren und Jahrzehnten aus Ideen, aus Wissen, Produkte und Dienstleistungen zu machen. Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Und bin meilenweit davon entfernt zu sagen, dass wir das nicht schaffen, dass wir uns diesen Herausforderungen nicht stellen können, wenn wir die richtigen politischen Weichenstellungen vornehmen. Sehen Sie mal, wir liegen im Herzen Europas. Wir haben 9 Nachbarländer. Das hatten wir in 1000 Jahren deutscher Geschichte, von Otto dem Großen bis Ministerpräsident Haseloff hatten wir das noch nicht, dass wir von 9 Nachbarländern fröhlich und friedlich umzingelt sind. Wir bedrohen keinen, uns bedroht keiner. Wir leben mit 9 Nachbarländern in friedlicher Kooperation. Wir fahren von der polnisch-ukrainischen Grenze bis nach Portugal und niemand hält uns an einer Landesgrenze an. Wir haben auch bei allen Auseinandersetzungen, die es einmal gibt, auch zwischen den Tarifvertragsparteien, wir haben eine gefestigte gesellschaftliche Struktur und Mitte, eine politische Stabilität, und dem uns die allermeisten Länder auf dieser Erde beneiden. Wir haben die dichteste Hochschullandschaft in ganz Europa. Und wir haben eine tolle junge Generation. Bei uns leben Millionen prima junge Leute, die was lernen wollen, die was leisten wollen, denen wir unsere Zukunft anvertrauen können. Man muss es jetzt nicht jeden Tag sagen, aber wenigstens ab und zu mal daran denken, bei allen Problemen, die wir haben, bei allen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Es ist immer noch ein Glück, in Deutschland geboren zu werden, hier leben und arbeiten zu können. Uns geht es immer noch besser als den meisten Menschen auf dieser Erde, und dafür können wir dankbar sein. Ich danke Ihnen.